Hallo YouTube, wie versprochen für euch die erfolgreichsten Bud Spencer Filme, gewertet nach den Kinobesuchen. Da gibt es eigentlich nicht so genaue Zahlen, das beruht eher auf Schätzungen. Das Ganze wurde zusammengezählt auf den deutschsprachigen Raum und der erste Film ist Die rechte und die linke Hand des Teufels. Der kam raus 1971, wurde dann neu synchronisiert 1981, hatte 1.027.000 Besucher. Ja, das ist schon sehr, sehr erfolgreich für die damalige Zeit, dass so viele Leute ins Kino gegangen sind. Ja, damals war es halt so, da wurden halt Filme nochmal neu synchronisiert, 10 Jahre später, um noch mehr Humor hineinzubekommen in die Filme. Und ich würde sagen, bei der neuen Aufführung ist ihnen das geglückt, weil da kamen dann wirklich sehr, sehr viele ins Kino. Der nächste Film hatte 1.056.000 Zuseher in die Kinos. Er wurde schon mal 1969 rausgebracht und zwar Gott vergibt ihnen, Django nie. Dann wurde er 1981 noch einmal neu synchronisiert. Der Film hieß dann Zwei vom Affen gebissen. Es wurde sogar noch sehr, sehr viel rausgekartet, weil der Django-Film eher etwas brutaleres war und sehr, sehr ernst. Da wurde in den neuen Film ein bisschen mehr Humor hineingebracht und das Ganze ein bisschen gekürzt, dass es nicht so brutal rüberkommt, dass es dann eher auf das Komiker-Duo hingeschnitten wurde. War auch sehr erfolgreich, aber ich würde sagen, die Erstverfilmung gefiel mir damals doch besser. Der nächste Film, und zwar da knackt man schon die 2-Millionen-Grenze. Laut Schätzungen sind es ein bisschen über 2 Millionen Kinobesucher. Und zwar die Rede ist von zwei bärenstarke Typen. Die zwei super Geheimagenten haben es geschafft, eine richtig geile Unterhaltung zu machen. Sie haben sich als reiche Texaner verkleidet und schlüpfen dann in einem edlen Hotel unter. Da sind echt lustige Lines dabei, vor allem wie sie dann im Badezimmer stehen und sagen, schau, sie haben zwei WCs. Oder sie haben ihr eigenes Klopapier mit. Es ist wirklich schön. Schaut euch den Film unbedingt an, weil ich würde sagen, ihr gehört sicher zu einem der besten Filme, was die zwei abgeliefert haben. Ja, ein bisschen über 2,2 Millionen Kinobesucher lockte der Film Zwei Asse trumpfen auf in die Kinos. Da waren sie auf einer Insel, mussten dann dort einen Schatz finden, haben sie zwar dann gefunden, aber haben es dann der Regierung zurückgegeben und es ist wieder sehr gute Unterhaltung. Und dieser Film ist ja irgendwie passend zum Sommer, auf einer einsamen Insel mit Eingeborenen richtig viel Party machen oder halt ein bisschen Haut drauf Action, sehr, sehr schön. Und natürlich auch eine Schatzsuche auf einer einsamen Insel, was kann es Besseres geben? Sommersonne, Sonnenschein und natürlich die Schatzinsel. Ja, und jetzt sprengen wir nicht die 3 Millionen Marke, nein, wir knacken sogar fast die 5 Millionen Marke und zwar 4,8 Millionen Kinobesuche waren 1976 im Kino und haben sich angeschaut, zwei außer Rand und Band. Ich würde sagen, bis heute vielleicht der beste Film, was die zwei je abgeliefert haben. Also da gibt es sehr viele geile Szenen, wo sie in der Bar sind, wo einer taubstumm ist, der andere nicht gehen kann. Da haben sie so richtig draufgehauen oder die Footballstadion-Szene. Also ich glaube, bei diesem Film gibt es einfach genug Szenen, wo richtig viel Spaß ist, wo richtig viel Action ist. Also da geht die Party so richtig ab. Ich würde sogar sagen, da haben sie die beste Leistung abgeliefert, aber es gibt sogar noch Filme, die haben sogar noch mehr Kinobesucher. So, und jetzt haben wir es geschafft, die 5 Millionen Grenze ist geknackt. Ja, 5,2 Millionen Menschen haben sich im Kino Zwei sind nicht zu bremsen angeschaut. Und dazu muss man noch sagen, und zwar in Deutschland war es der zweit erfolgreichste Film hinter Star Wars 1978. Und ich sage mal, Star Wars war schon sehr kultig, aber dass dann gleich am zweiten Platz ein Bud Spencer Terence Hill Film kommt, ja, unbeschreiblich gut. Das haben sie sich verdient. Da will ich sogar sagen, der ganze Hype, was sich hier aufgebaut hat, war einfach in die 70er und 80er und da ist es richtig raufgegangen, das Ganze. Und der nächste Film, der was die 5 Millionen Marke geknackt hat, und zwar 5,3 Millionen haben sich den Film angeschaut, das Krokodil und sein Nilpferd. Ja, die Haut drauf Action im Dschungel war richtig schön, es gab sehr viel Wildnis, es gab Tiere, es gab sehr viel Haut drauf Action, geile Fressszenen, wo die zwei richtig viel reingeschaufelt haben. Und man muss auch sagen, der Titelsong Crow, Crow, Crow ist von Bud Spencer. Diesen Song hat er geschrieben. Ja, und da ist der Beweis, Bud Spencer ist nicht nur ein Schauspieler, sondern auch ein Musiker. Ja, und zum Schluss noch der erfolgreichste Film aller Zeiten. 6,4 Millionen Leute haben sich den angeschaut in die Kinos. Und zwar die Rede ist von zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ja, die zwei Bruchpiloten starten so richtig durch, haben richtig viel Action, es geht richtig viel ab. Aber die Besonderheit bei dem Film ist einfach, alle Synchronsprecher, die jemals Bud Spencer gesprochen haben, haben eine Sprecherrolle in dem Film. Der Film kam 1973 raus, ist bis heute der erfolgreichste Bud Spencer und Terence Hill Film. So, das war jetzt ein kleines Tribut mit den erfolgreichsten Filmen von Bud Spencer, gewertet nach den Kinobesuchern. Ja, was sagt ihr zu den ganzen Bud Spencer Filme? Habt ihr auch noch andere Bud Spencer Filme, die was ihr vielleicht noch viel besser findet als die ganzen nach Kinobesuchen gewertet? Schreibt es mir unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ich sage danke fürs Zuschauen, darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Papa. Junge, du siehst ja wieder aus.